Typ Basket abgenäht, ich bin ganz fertig für euch. Mit Blue und einem Commentary. Ja, servus Leute. Im Hintergrund sag ich kurz dazu, ich glaube Double Nuclear von Blue. Ja, Double Nuclear mit FVL, die ich aufgehoben habe. Also ging klar, 70 zu 1 ist der Endscore. Die zwei Nuklears, eine war glaube ich 3:20 oder so lang und die zweite war knappe 4 Minuten, weil keine Gegner da waren. Ja. Und ja, ist echt nice, wenn ich schon angeguckt. Ist ganz nice, der spielt. Das war bei dem Wochenende, wo Newtown halt 8 gegen, ne, 16:6 glaube ich. Ja, 6, ja genau, wo Double XP war. Ja. Jo, ich hab gerade mein Intro gesehen, das ist von unserem Designer, Gemüsemarkt. Der hat einen Channel mit unseren anderen Editoren und GFX-Name. Der heißt Raw Artist, müsst ihr auschecken, ist in der Videobeschreibung. Krasse Edits, krasse OCEs, also One-Clip-Edit. Also richtig sehenswert, richtig sehenswert. Jo. Ja, auf jeden Fall. Er ist voll korrekt, finde ich auch, dass er so. Ja, der macht jetzt auch. Für alle, die YouTube oder so machen, macht er ein Intro. Oder ist er gerade dabei, ein Intro zu machen? Ey, Digga, was ist das für ein Trigger, Alter? Ja, da hab ich nur FL gezockt. Also, fast nur FL. Ja, was man sagen kann, ich bin jetzt wieder back in the Hood sozusagen. Ja, genau. Du warst ja eine Zeit lang weg und jetzt bist du wieder da. Das ist ganz richtig nice auf jeden Fall. Ja, und dazu gibt's vielleicht, wenn ihr Bock habt, kann ich dafür nochmal die Geschichte erzählen. In dem Video schreibt einmal in die Kommentare und schreibt uns auch rein, was ihr wohl sehen wollt, so an Videos. Ich denke mal, sobald Advanced Warfare rauskommt. Dann geht's wieder richtig los und wird gesuchtet ohne Ende. Ja, und da werdet ihr auch schöne Gameplays sehen, weil wir haben gerade versucht, ein Live-Commentary aufzunehmen und Alter. Es ist einfach nicht möglich. Nicht mehr spielen. Es ist nicht möglich. Lieber bringe ich mich um als der Hauer. Also ich werde es natürlich noch bis Advanced Warfare zocken, aber... Ja, es gibt sonst was nichts. MW3 ist noch relativ gut, aber... Ja, da bin ich schon aus. Habe ich auch immer mit Chunky versucht und da war eine einzige Lobby. Und da waren nur Spassen drin und eine zweite Lobby, da waren Hacker. Also, ja, das ist eben das Problem. Ja, was sonst was noch zu sagen gibt. Wir machen es gerade Freestyle, wir haben keine Ahnung, über was wir lauern sollen. Richtig. Also wir haben kein Thema oder sowas vorbereitet, wir haben einfach gesagt, lass das aufnehmen und dann, ja. Damit ihr wieder neuen Stoff seht. Richtig. So Musik-Commentaries. Aber wir können von mir aus versuchen, wieder den alten Upload-Plan, das heißt montags halt. Montags. Ja, was war montags gern? Musik. Nuklear. Mittwoch glaube ich Commentary oder so, ja egal. Irgendwie am Freitag noch halt, also wenn ihr Bock drauf habt, dann haut uns das in die Kommentare. Und sobald Advanced Warfare draußen ist, werden auf jeden Fall Kommentare. In die Kommentare, ich kann nicht reden. Gameplays kommen. Genau. Von daher, freut euch darauf. Sonst. Ja, gibt's eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Ja, es wird vielleicht noch ein paar Remember haben. Ja genau, Syntax, wir haben Syntax ist neu, dann Nox ist auch noch relativ neu, ich glaube den kennt auch noch fast keiner, dann Dexter, der ist aber auch schon länger da. Spox ist auch da. Arcadi, genau. Ja, der ist glaube ich diese Woche gerade gejoint, gleich wie Syntax. Ja, genau. Ja, sind eigentlich relativ die ganzen neuen Member sozusagen. Und von denen aus der FR habe ich gehört, dass sie die irgendwie anschreiben, ob wir noch Platz im Plan haben. Ich weiß nicht, da ich erst wieder frisch weg bin, aber ich glaube, wir suchen noch ein paar. Ja, auf alle Fälle für Advanced Warfare. Ja, und auf jeden Fall dann schreibt ich die an. Das geht. Sondern... Okay, gut. Okay. Auch wieder, auch okay. Schreibt nicht die an, sondern schreibt wieder, also ihr klappt ja die Anschreibung, aber fragt die nicht, sag mal, die wissen das meistens nicht. Ja. Schreibt einfach und fragt um die TSIB oder kein Plan. Ihr werdet es schon, wie soll ich sagen, schon zusammenbringen, falls ihr einen Clan wollt oder so. Die Aufnahmebedingungen sind glaube ich noch immer 3,5er KD, 600 oder 500 BPM, irgendwie sowas. Ne, 500 glaube ich, gell, oder 550. Irgendwie so, also geht auf jeden Fall klar. Ja, oder ich einfach dann die TSIP und dann kommt ihr drauf und dann labert ihr mit uns und dann klappt das alles schon mit euch, ne? Genau.
Gut, sonst gibt's eigentlich nichts mehr zu sagen, würde ich meinen. Okay. Würde ich hinten noch ein Beat hinterlegen. Bis zum Ende des Gameplays. Und ja. Also wie gesagt, schaut bei Jörg vorbei, bei den Raw Artist Channel ist in der Videobeschreibung und abonniert ihn. Die machen richtig gute Sachen. Wir sind sozusagen Partner, sie gehören halt einfach dazu. Und ja, wenn ihr die ganzen Intros seht und OCS sehen wollt, dann seid ihr da richtig. Habt noch viel Spaß mit dem Gameplay. Jo. Und haut rein, Jungs. Haut rein, Jungs. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.